Willkommen zurück zu Lego Harry Potter. Und damit geht es in die dunklen Tiefen, denn oh oh. Und ein Troll wütet herum. Oh nein. Wo ist mein Zauberstab? Hier. So, schnell alles einsammeln. Ron kann Kratzen in Röhren schicken, um Puzzle zu lösen. Ja. Ach ja, hier Wingardium. Wingardium. Na ja, okay, mach Krätze. Komm, Krätze, komm. Ja. Oh Gott, da ist voll das Giftgas. Ist toll. Machst du das, Krätze, ganz toll. So. Das wieder erledigt. Ja. Da ist der Troll. Nein, der wird die Erdkugel auf uns machen. Oh nein. Was muss ich jetzt machen? Muss ich das hier stapeln? Mach mal Harry. Nee. Vielleicht können wir das irgendwie so stapeln, dass wir darauf können. Genau. So. 1 von 9. Ja, mach mal. Nein, nein. Und Wappenteil. Yeah. Oh, das war wieder so ein Star Wars Ding. Wir sind hier übrigens gerade in den Toiletten von Hogwarts. Da versteckt sich nämlich der Troll. Und unsere Freundin Hermine ist auch laut dem Buch, also wir sind ja hier im ersten Schuljahr. Und Hermine war traurig. Da ist die Kugel. Hermine war traurig, weil damals wollten Harry und Ron gar nicht so unbedingt mit ihr befreundet sein, weil die immer so furchtbar 9-mal klug war. Und das hat sie sehr verletzt. Und dann ist sie heulend ins Klo gegangen. Und kann ich hier das eigentlich mal drehen, das Rad? Oder wie? Ja. Weiß nicht so richtig, wie ich das machen soll hier. Der kann das da auch nicht. Kannst du da oben ran? Kommen wir denn da oben mal hin? Also wenn ich jetzt hier, kann ich da irgendwie doch noch rüberspringen? Na, auf jeden Fall haben sich Harry und Ron dann Sorgen gemacht. Normalerweise kann man die doch... Naja, okay. Lassen wir das. Ah. Ah. Oh, so geht das hier also. Und deswegen sind Harry und Ron zum Klo und wollen Hermine retten, wo sie ja nun wissen. Genau, nimm das Zepter und pack die Kugel weg. Obwohl sie wissen, dass der Troll ist und der, ich weiß gar nicht, wie der da hingekommen ist in die Schule. Aber der wütet da rum und ist sehr gefährlich. Deswegen sind alle anderen Schüler, alle anderen Schüler sind gerade nicht hier. Weil die passen natürlich gehörig auf. Im Gegensatz zu Harry und Ron. Aber da Harry und Ron ja... Oh. Oh. Genau, mach mal hin da mit deinem Gemälde. Warum sind wir jetzt verzaubert worden? Was soll das? Warum verzaubert uns der
Dankeschön. So, können wir da oben nochmal ran? Genau. 1 von 7. Das Herz auch nochmal einsammeln. Was gibt es hier noch zu tun? Das da. Ah. Die ganzen Dinger wollen wir natürlich haben. Wenn es noch mehr gibt, dann nochmal. Ne, gibt es aber nicht. Das Problem ist, wie komme ich jetzt da oben an die Dinger ran? Nee, das will ich haben. Genau. Dann noch die Blume. 4 von 9. Schön. Verstehe nur nicht, warum ich jetzt... Oh, da ist ja noch eine. Wunderbar. Und diese Glitzerdinger sind, die habe ich, glaube ich, damals in Lego Herr der Ringe auch schon mal gefragt, was man damit machen kann. Und das kann man, glaube ich, erst benutzen am Ende, wenn man das Spiel geschafft hat. Und das fand ich damals schon doof in Lego Herr der Ringe. Ja. Habe ich hier irgendwelche Leuchter eigentlich vergessen? Und was ist mit ihr hier? Ach, die können wir auch nochmal aufsprudeln. Noch mehr? Oh. Was macht er denn da oben? Dem habe ich den Hintern verkohlt, ne? Ja, okay. Ach, da oben das Ding. So, 3 von 7. Schön. Ich will nur noch mal gucken, ob ich... Ah, hier sind die anderen Leuchter. Die ich noch nicht gemacht habe. Also zumindest nicht in der neuen Aufnahme jetzt. 8 von 9. Schön. Wo ist denn jetzt der andere Leuchter, den ich vergessen habe? Da. Das sind keine Leuchter, sondern... Arr. So, zweites Stück Wappen. Wie kriegt man denn hier das dritte hin? Kann ich das da oben vielleicht verschieben? Hm. Weiß nicht, was ich hier noch machen kann. Müsste da oben, müsste ich auch noch mal rankommen, aber ich weiß nicht wie. Ich kann die ja immer wieder nehmen. Hm. Oh, die Bank. Ah, die Bank. Ah, haha. So sieht's also aus. Okay. Dann noch das Ding. Warum auch immer da ein Schüler drauf ist. Aber ich weiß nicht, wie man hier jetzt die anderen Wappen hinkriegt, wenn man sie hier hinkriegt. Vielleicht das Gemälde da oben? Ja. Wir winken ihm mal zu, sie will uns aber nicht aufmachen. Ja, toll, das ist nur für Frauen. Deswegen lässt sie uns da jetzt nicht durch. Was mache ich? Was machen wir jetzt? Ach, deswegen die Verwandlung. Verwandle uns mal. Ah, jetzt verstehe ich das erst, warum der Zauberer uns hier in eine Frau macht. Guck mal, Ron ist jetzt Ronaldine. Lass mich mal durch, du da oben. Ja, ja, ich bin eine Frau. Das ist natürlich Quatsch, sowas gab es im Buch und im Film nicht. Oh, da ist Hermine. Die ist ganz traurig. Oh Gott, und da sind wir jetzt mit dem Troll. Was können wir denn da mal machen? Erstmal können wir die Dinger hier einsammeln. Darum kümmere ich mich gleich. Oh, wir müssen aufpassen hier auf ihn. Ah, er kommt. So, er macht alles kaputt. Aber in der Zeit können wir wenigstens hier...
Ja, wir können hier putzen, während er da hinten Hermine angreift. Das ist toll. Oder auch nicht. Oh. Oh, da kommt er wieder. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Troll. Ich spiel mal weiter mit Ron. Ich weiß nicht. Oh, wir können hier alles aufbauen. Oh, jetzt haben wir ihm wehgetan. Oder so. Hey, ich bin noch in die Luft gesprungen. Und ich will an die blauen Dinger da oben rankommen können. Wie mache ich das denn mal? Ich will da oben hin. Wieso packst du seinen Zauberstab weg? Oh, da waren die lana. Es ist schön, dass hier welche sind. Das ist auch toll, dass ich die Leuchter hier finde. Aber die sind nicht so wichtig wie die blauen da oben. Komm an, da oben hin. Oh. Indem er uns da immer hochspringen lässt oder was? Oh. Ja. Genau. So haben Harry und Ron ihren ersten Troll erlegt. Mit einem einfachen Wingardium Leviosa-Zauber. Was sie natürlich nicht tun sollten, weil es eigentlich noch Erstklässler sind. Da ist das Level abgeschlossen. Ob wir genug Punkte jetzt eingesammelt haben, weiß ich nicht. Und das Wappen haben wir nicht fertig gekriegt. Das ist doof. Kriegt das Wappen immer nicht fertig. Schade. 71%. Hätte ich die blauen noch eingesammelt, hätte ich es vielleicht geschafft. Aber ich bin da oben nicht hingekommen. Tja. Ja, ja, ja. Schüler in Gefahr. Oh, goldene Steine. Nein, nicht geschafft. Ich bin so schlecht. Das war ich in Lego Herr der Ringe übrigens auch. Ja, da sind wir wieder zurück, anscheinend. Muss ich die jetzt alle nochmal machen? Anscheinend. So, wir lassen hier alles schön vor sich hin explodieren. Ach so, ja, genau. Ich habe hier den Tipp bekommen, die Sachen zu nehmen und dann kann ich damit vielleicht jemanden ankleiden. Das habe ich natürlich hier nicht bedacht. Lass das mal liegen. Pack das mal weg, dein Ding da. Oh Mann, dann nimm doch hier das Haarteil. Aber das hatte ich doch auch schon ausprobiert. Irgendwas wird doch wohl klappen. Weil die kann man ja irgendwie alle anders aussehen lassen und... Das wundert mich. Und er schüttelt aber immer mit seinem Kopf. Findet er alles irgendwie immer überhaupt nicht gut, was ich hier mache? Es muss doch mal was dabei sein. Was? Verstehe ich nicht. Hier den doofen grünen Apfel. Geh doch mal an die Seite. Nee, er findet das immer doof. Tja, anscheinend bin ich zu blöd, die Puppe richtig anzuziehen. Ist mir auch egal jetzt. Ausgestattet mit unserem Wingardium. Ja, geht mal alle aus dem Weg hier. Genau.
So, da unten können wir hin. Können wir mit dem machen? Dem Vieh? Da oben raufstellen. Komm mal her. Oh. Na also. Und können wir das jetzt auch anzaubern? Nein. Okay. Dann gehen wir. Mal wieder. Wo soll es denn jetzt hingehen? Weil hier waren wir ja überall schon. Nee, wir sollen da hin. Okay. Gehen wir wieder. Was ist eigentlich mit den Gemälden? Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt auch mal rausgehen sollen. Vielleicht Quidditch spielen oder so. Ich gehe jetzt einfach mal und ignoriere die Punkte. Ist mir jetzt egal. Ah. Ach ja, hier ist ja auch noch das Bücherregal. Ah. Da können wir hier was machen. Oh. Für die Belohnung gibt es natürlich wieder nichts. Das ist schön. Bei dem Wappen waren wir auch schon. Wir waren bei dem Wappen da oben. Da, da. Doch, da oben waren wir doch auch schon. Hier können wir noch nicht durch. Wir können hier nicht durch. Hm, okay. Übrigens, wenn auch spät gerade in diesem Part nochmal frohes neues Jahr euch allen. Weil ist ja der erste Harry Potter Part im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und ich wünsche euch natürlich alles Gute. Wenn auch anonym. Noch ein Feuerwerk. Fackelding. Ja, da oben bringt es auch nichts, wenn wir hingehen. Haben wir hier alle schon gemacht gehabt? Nee, die haben wir noch nicht gemacht. Okay. Dann mache ich die auch nochmal gleich. Tja, man denkt immer, man hätte alle, aber hat man gar nicht. Und gleich wieder kaputt gemacht. Da oben ist auch noch was mit Wingardium. Och, Harry. Komm nun. Och, Harry. Harry. Das reicht jetzt. Wo soll denn das jetzt hin? Okay, der Löwe frisst die Kiste. Oh. Das ist ja toll. Ein Geheimversteck haben wir gefunden. Genau, mach die auch nochmal eben. 5 von 9. Kannst du die auch nochmal machen? Anscheinend haben wir doch noch nicht alle Fackeln gemacht gehabt. Kannst du das Herz jetzt mal einsammeln? Genau. Es wäre schön, wenn du das Mädel mal in Ruhe lässt. Das sind keine Fackeln, die man benutzen kann. Hier ist noch eine Blume. Ja. Schön. Dann gehen wir da oben nochmal hin. Was ist in der Kiste? Kann ich mit der Kiste was machen? Nö. Nö, kann man nicht. Ich hab die doch schon gemacht. Wie oft denn noch? So, ich will jetzt in den Geheimgang. Das ist viel cooler. Ah. Und da braucht schon wieder irgendjemand Hilfe, wie es ausschaut. Man sieht gar nichts hier. Na, irgendwas zu tun? Nö. Oh ja, ihr nervigen... Ach, das sind bestimmt Fred und George. Das sind die Zwillingsbrüder von Ron. Kriegen gleich mal einen auf die Rübe von mir. Ah, oh, man kriegt hier gut Punkte, wenn man lang geht. Hallo. Was willst du denn? 8 von 9, sehr schön. Was denn? Was denn, was denn, was denn? Oh, wenn die immer so ha machen, dann denke ich mal sonst was. Schön, gut Punkte bekommen. Sehr schön. Ich mag ja die Musik total gerne in Harry Potter.
So, jetzt gehen wir nach links. Weil hier waren wir anscheinend noch nicht. Hier sind wir draußen. Kriegen unbemerkt viele Punkte. Das finde ich gut. Hier sind noch mehr Punkte. Kommen wir leider nicht durch. So, wir spielen mal Hermine. Hermine ist mal dran. Hermine gehört auch zu den besten Zauberinnen. Eine sehr, sehr kluge Hexe. Wie gesagt, am Anfang mochten sie sie nicht so unbedingt, aber später wird sie die beste Freundin. Und ohne die läuft gar nichts. So, ich weiß nicht, was sie hier üben. Guck mal, hier wird jemand gemobbt. Jetzt mobbe ich euch mal. Ja. Ja, haha. Ihr seid jetzt auch mal dran. Oh, ich krieg selber einen auf die Rübe dann. Das ist blöd. Naja, so ist es, wenn man sich wo einmischt. Ist nicht so klug. Irgendwas ist hier, wenn man sich hinstellt. Was denn? Oh. Kann mich hier verstecken und dann... nix. Okay. Weiß nicht, was hier ist. Hier ist irgendwas. Oder auch nicht. Okay. Tja, da kann ich wohl nicht viel machen. Hier liest jemand. Da ist ein Geist. Hier kann ich doch bestimmt mit den Dingern was machen. Genau. Kriegt Hermine auch mal ein Herz? Kann das alles... Nein. So, alles kaputt gemacht. Oh, da kriegen wir einen blauen für. Das ist schön. Blau gibt viele Punkte. Okay. Ja, okay. Und wenn ich da jetzt nicht mal hingehen kann, dann kann ich mir den blauen nicht holen. Der jetzt weg ist, oder was? Nein, da ist er gewesen. Was machen wir denn jetzt mal hier? Können wir die ganzen Blumen hier zerbeben? Das ist ja krass. Natürlich eine Menge Punkte. Ich dazu gar keine Lust immer habe. Also ich spiele das Spiel nicht gerne wegen der blöden Punkte, die man immer sammeln muss. Also das ist, bereitet mir jetzt nicht so viel Freude. Ja, nun lass doch mal den Pömpel. Das ist eine Menge Arbeit hier. Ich würde sagen, ich beende mal... Ey, die nerven mich langsam, ne? Du kriegst hier voll ein... Na also. Ich hab die verjagt. Schülerangefahr. Ah. Ja, ich wusste doch, dass es nicht in Ordnung ist, was die hier die ganze Zeit machen. Dieses Mobben geht mir die ganze Zeit auf den Sack. Ich finde das gut, dass wir dem geholfen haben. Und hier können wir was in die Hand nehmen und dann sollen wir wahrscheinlich dem Wischmob da sein Ding wiedergeben. Das machen wir im nächsten Part bei Harry Potter. Bis dann. Und da hinten ist auch noch eine Figur. Oh, oh, oh. Bis dann.